Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Finsternisbox von Kafik. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Finsternis von Kafik aus dem Jahr 2015. Das Ganze erschienen über No Return Records. Hier oben lesen wir es schon. No Return Records präsentiert. Finsternis Kafik. Und wir haben hier so eine alte Laterne, so eine Handlaterne, die hier brennt in der Dunkelheit, im schwarzen, ja, in der schwarzen Finsternis. So eine alte Paraffinlaterne wahrscheinlich. An den Seiten lesen wir Kafik Finsternis NRT 23 Boxset. Unten blank schwarz. Auf der rechten Seite Kafik Finsternis NRT. Oben blank schwarz. Und auf der Rückseite lesen wir Finsternis 168 von 200 Barcode und Credits. Das finde ich besonders schön. Die Box war nämlich auf 200 Stück limitiert. Und hier ist wirklich festgehalten, wie viele, also erstens mal wie viele Boxen es gibt, klar, aber die wie viele der Boxen man selber erworben hat. Also meine ist in dem Fall die 168. Freut mich immer, wenn sowas irgendwie nachvollziehbar gestaltet ist mit der Auflage und man da ein bisschen mehr Transparenz hat von den Künstlern auch aus. Ja, ist irgendwie persönlicher das Ganze in meinen Augen. Gerade bei so kleineren Auflagen, 200 Stück ist ja doch eher überschaubar. Aber ist natürlich auch über ein Independent-Label erschienen, über No Return Records. Es ist eine, ja, so eine dünne Box. Es ist so ein gestärktes Papier, gestärkter Karton. Es ist nicht so eine dicke Klappbox und das Ganze geht hier oben auf. Man sieht auch schon, ich habe schon ein paar Dellen in der Box drinnen, ein paar Gebrauchsspuren. Aber ja, mein Gott, damit kann ich leben. Wir schauen mal, was wir an Inhalt vorfinden. So, die Box jetzt leer. Von innen natürlich glatt weiß. Machen wir das Ganze mal wieder zu. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt, der hier vorliegt. Wir haben hier einmal ein, also wohl ein Mauspad. Das Album. Hier noch ein Zettel, werden wir gleich lesen. Eine Autogrammkarte. Und ein Begleitheft, ein kleines Büchlein. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Finsternis Kafik, also hier sehen wir die Fackel in Verwendung durch den Interpreten. Der Herr mit der Kappe, das ist Kafik, No Return Records präsentiert. Und was mir besonders gut gefällt, gleich auf den ersten Blick mal, super Jewel Case. Also, der Mann weiß, was gut ist, freut mich sehr. Wir haben 16 Tracks an der Zahl und wir haben auch einige Features. Wir haben Features von Tarot, Crystal F, Arcards, Nex, Arcards und Raptor. Also großteils aus dem eigenen Camp von No Return Records. Von diesen 16 Tracks muss ich sagen, meine Favoriten sind 3 Stück. Und zwar einmal Track Nummer 2, Bester Stoff. Das ist mehr so ein Banger. Und dann noch Identitätsloser Staat Nummer 10 und Track Nummer 13 Tag X. Also diese Tracks sind, ja, finde ich sehr, sehr, sehr gelungen. Identitätsloser Staat ist mehr so ein deeper Track bezüglich ja, Manipulation und sehr systemkritisch oder sozialkritisch. Und Tag X ist einfach so ein deeper Track, wo es halt um den letzten Tag geht und um das irdische Dasein, sage ich mal. Dass alles eben vergänglich ist. Auf der Rückseite lesen wir Kafik Finsternis. Dann schauen wir mal hinein. Und zwar schauen wir mal ins Booklet. Relativ dünn gehalten. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite eine Danksagung. Mein Dank gilt. Könnt ihr euch natürlich im Detail durchlesen, kurz auf Pause drücken. Und dann haben wir hier rechts die Infos, wer an den einzelnen Tracks beteiligt war, sowohl textlich als auch beattechnisch. Und hier noch einen Schädel, Schädel ohne Unterkiefer. So sieht das Ganze aus von hinten, schwarz.
Die CD sieht folgendermaßen aus. Auch hier wieder die Laterne. Zentrales Element, Finsternis, Karfik lesen wir hier. Und die Rückseite ebenfalls wieder blank schwarz mit einzelnen roten Funken, die hier umherfliegen. Wahrscheinlich von der Laterne. Dann haben wir eine Autogrammkarte. No Return Records von Karfik unterschrieben. Sehr schön. Auf der Rückseite das Logo von No Return Records seit 2008. Also MM 2005 V und die 3-1er 2008. Karfik Music oder Karfik Musik auf Facebook. Sehr schön. Jetzt würde mich interessieren, was hier auf diesem Zettel steht. Ist eventuell so eine Danksagung oder eine Widmung. Die werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal durchlesen. Also was steht hier? Hi, ich danke dir für deine Unterstützung. Dieses Album bedeutet mir sehr viel und ist ein Meilenstein meines Werdegangs. Wenn du mich zu diesem Album noch mehr unterstützen möchtest, lade ein Foto der CD oder Box bei Facebook hoch und verlinke es mit meiner Seite dort. Werde ich machen. Gerne kannst du es mir auf die Pinnwand posten oder per PN schicken. Ich bin gespannt auf dein Feedback zum Album. Vielen Dank dafür und bis bald. Karfik. Sehr schön. Also ich muss sagen, ich finde sowas immer sehr, sehr gelungen, wenn so eine persönliche Schrift oder so eine persönliche Anrede noch irgendwie im Album dabei ist, in der Box. Einfach, dass man auch ein bisschen erfährt, was bedeutet das dem Künstler oder was hat er sich dabei gedacht, was war das Konzept des Albums etc. Einfach so ein bisschen Hintergrundinfos sind da oftmals zu lesen. Finde ich echt schön. Auch wenn das Album aus dem Jahr 2015 ist, ist natürlich schon eine Weile her, aber ich werde gerne ihm den Gefallen tun und ihn auf Unbox Kings entsprechend würdigen und verlinken. Schauen wir mal, ob er 2 Jahre danach noch darauf reagiert. Würde mich natürlich sehr freuen. Hier haben wir noch ein Mauspad. Habe ich, muss ich, um ehrlich zu sein, noch nie in einer Box gehabt. Also, die Unterseite ist so ein rutschfestes Material, klar, damit das Ganze nicht herumrutscht am Schreibtisch. Und dann haben wir hier das Logo nochmals von No Return Records. Kein Zurück seit 2008. Das frage ich mich nur, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte wahrscheinlich das hier bevorzugt mit dem Schwert. Gefällt mir ehrlich gesagt besser als das in dieser, ja, Diamanten, in dieser Edelsteinoptik. Aber ist trotzdem ein schönes Motiv und Mauspad noch nie da gewesen in einer Deutschrap-Box. Von daher schon mal von mir ein Pluspunkt für die Kreativität. Kann man auf jeden Fall brauchen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dieses Heft hier. No Return Records präsentiert Finsternis Karfik, der Wegweiser durch das Dunkle. Okay, jetzt würde mich natürlich interessieren, was wir hier vorfinden. Die Texte oder... Ah gut, sehr gut, wir haben ein Inhaltsverzeichnis. Finsternis... Okay, das heißt, jeder einzelne Track hat hier so eine eigene Seite. Das ist mal krass. Das muss ich ehrlich sagen, das ist mal richtig gelungen. Und zwar haben wir nicht nur den Songtext des gesamten Tracks, nein, wir haben hier auch noch eine Info darüber, was sich der Künstler dabei gedacht hat. Also hier steht zum Beispiel, um den ersten Absatz mal vorzulesen, Finsternis ist der Opener meines gleichnamigen Albums und steht im direkten Kontrast zu meinen letzten Werken. Es war mir wichtig, direkt zu Beginn klarzustellen, dass ich wieder in die Offensive gehe. Und hier noch eine Fotografie einer Spinne. Das finde ich echt, echt top. Also auch so vom Design her, dass das so ein bisschen mit Kaffeeflecken ein bisschen so ranzig gestaltet ist, aber Fotografien, ja, passen auch jetzt zum Artwork, aber ich finde es echt gelungen, dass man einfach hier die persönlichen Gedanken des Künstlers hat für jeden Track. Wahnsinn, also das würde ich mir echt häufiger wünschen. Das finde ich top. Dass man hier einfach wirklich mal ein bisschen sich damit auseinandersetzen kann. Was war die Intention des Künstlers? Was waren die Beweggründe der einzelnen Tracks? Was wollte er damit sagen? Das finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Also ihr seht schon anhand des Textes jede Menge Inhalt hier. Dann haben wir hier noch ein Schlusswort. Was steht hier? Verzeih mir bitte mein Wortspiel beim letzten Track. Ich will mit diesem Track nicht nur das Album abrunden, sondern auch dir als Hörer und Fan meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Hoffentlich kann ich dich mit meiner Arbeit und meinem Schaffen etwas Hoffnung und Wärme geben. Ich danke dir für deine Unterstützung. Karfik NRT 2015. Achso, weil das Schlusslicht heißt. Okay. Ja, gefällt mir richtig gut. Also muss ich sagen, top, dieses Heftchen noch dazu.
Das war auch schon der letzte Inhalt. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses Heftchen, dieses Beiheft mit allen Tracktiteln und den Widmungen und den Gedanken zu den Texten oder zu den Tracks. Dieses Mauspad, die Autogrammkarte, der kleine Zettel, also die persönliche Widmung zum Album bzw. zur Box. Und das Album an sich im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box. Finsternis von Kafik. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kafik unterstützen möchtet, findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.